Also ich habe mir heute mal was ganz Besonderes vorgenommen. Ich möchte heute mal Stand-Up-Paddling am Schliersee ausprobieren. Und jetzt bin ich hier bei Watersport Schliersee, beim Christoph Berauer. Der macht nämlich Kurse Stand-Up-Paddling und verleiht die auch. Und der wird mich jetzt in diese hohe Kunst des Subs, wie er so schön sagt, einführen. Jetzt liegen hier schon ein paar Boards. Christoph, ich habe das jetzt noch nie gemacht. Was muss ich denn jetzt beachten, wenn ich so ganz neu einsteige? Also du brauchst jetzt keine Sorgen machen. Es schaut vielfach schwieriger aus, wie es ist. Es gibt auch die entsprechenden Boards dazu, die das am Anfang relativ einfach machen. Wir sehen es hier schon, wenn wir mal kurz hier rüber schauen. Hier in der Mitte liegt zum Beispiel ein sehr breites Brett, das für den Anfang ideal ist. Ein bisschen entscheidend ist natürlich auch beim Brett die Höhe. Wenn das 4 Zoll hat, das ist also ein flacheres Brett, liegt es sehr stabil im Wasser, dreht wahnsinnig leicht, ist allerdings nicht ganz so spurstabil und auch nicht ganz so schnell. Stand-Up-Paddling ist ja ein richtiger Trendsport geworden in den letzten Jahren. Man hat das Gefühl, auf jedem See, auf jedem Fluss tummeln sich solche Boards. Kann man überall Stand-Up-Paddeln, wenn man ein entsprechendes Board selber hat oder sich eins ausleihen will, oder gibt es da auch Beschränkungen? Also hier an den Bayerischen Seen gibt es meines Wissens keine Beschränkungen. Ich würde mal sagen, der Schliersee ist wahnsinnig geeignet dafür, weil die Welle doch ein bisschen weniger ist wie woanders, weil der See ein bisschen kleiner ist und er relativ schnell relativ warme Temperaturen hat. Es ist natürlich auch vom Erlebnis, wenn du mal rüberfährst zur Insel und dann Brecherspitz und Jägerkamm siehst, das ist einfach Wahnsinn, sagen alle. Es kommt also jeder zurück und sagt, wow, das war wirklich toll. Und auch diejenigen, die, sagen wir mal, ein bisschen unsportlicher sind, denen gefällt das sowieso wahnsinnig schnell, wenn man da sehr schnell einen Erfolg hat. Ja gut, also dann würde ich sagen, wagen wir das Experiment und probieren wir es aus, oder? Also ich probiere es aus. Okay, dann starten wir. Gut, Paddel ist relativ wichtig, weil mit dem bewegen wir uns ja fort. Das kannst du in der Länge einstellen. Gut, also das Brett liegt jetzt vorne im Wasser. Die Finne hat praktisch schon ein bisschen Tiefgang, dass sie nicht kaputt gemacht wird. Du kniest dich praktisch erst mit dem linken Knie drauf in der Mitte und dann mit dem rechten und schiebe ich dich schon raus. Und ich komme jetzt gleich nach, gell? So, und wenn du genau zur Welle stehst, dann versuch mal aufzugehen. Ah, es ist schon ein bisschen wackelig. Ah ja, doch. Nicht so ganz einfach, aber oh, das geht in die Arme. Das ist ja richtig anstrengend, wenn man da das Paddel ins Wasser halten muss. Oh, schön, das macht total Spaß. Christoph, nicht so schnell! Also das Brett ist auch sehr angenehm, da steht man sehr angenehm drauf. Also es ist wirklich ein gutes Gefühl. Und wenn man ein bisschen Körpergefühl hat, ich glaube, das kann wirklich jeder. Ah, oh Maja, was ist schon schön hier am Schliersee. Da vor mir ist die Insel Wörth und da hinten sind die Berge und ey, schön ist das. Also das ist echt ein super Sport, das macht total Spaß und das können Kinder machen, das können Erwachsene, ältere Leute machen. Also ich kann das echt nur empfehlen und vor allen Dingen natürlich am Schliersee, weil da ist es richtig schön.